befinden uns hier im Logistikverteilzentrum Nord der Braun in Österreich. Wir haben hier auf einem Gesamtareal von 32.000 Quadratmetern eine rund 12.000 Quadratmeter große Logistikhalle errichtet. Relativ zügig umgesetzt. Heute im November 2023 stehen wir hier vor der fertigen Anlage. Mit der Planung der Anlage begonnen haben wir ziemlich genau vor einem Jahr. Der meiner Meinung nach größte Vorteil hier ist auch schon im Schritt der Planung, dass der Kunde dann nicht bezüglich Regal, Ladestation und Fahrzeuge zu verschiedenen Ansprechpartnern gehen muss, sondern hat da einen Ansprechpartner, eine Firma vor sich und mit der klärt er alles. Die letzten Wochen waren schon sehr herausfordernd und auch stressig, aber es ist wirklich schön, einerseits zu sehen, wie sich das Lager fühlt, also wenn es wirklich lebendig wird, der Standort. Und mit Jung Heinrich und der Zusammenarbeit sind wir sehr zufrieden. Und die Geräte sind einfach sehr modern und in Summe läuft es sehr gut und macht sehr viel Spaß. Jeder Kunde ist anders, die Anforderungen sind immer unterschiedlich. Es ist wie Lego für Erwachsene. Und bei diesem Projekt, bei der Braunion, wurden insgesamt 250 Tonnen Stahl verarbeitet und unter anderem 25.000 Schrauben montiert. Da kommen über 10.000 Lagerplätze heraus. Zahlen, Daten, Fakten. Wir haben hier im Auslieferungslager 48 neue Fahrzeuge, alle auf Lithium-Ionen-Basis. Und davon 8 Schubmaststapler, mit denen wir das Hochregal bedienen, 20 Kommissionierer und 20 Niederflurfahrzeuge für die Beladung der LKWs. Es wurden Lithium-Ionen-Stapler gewählt wegen der einfachen Bedienbarkeit und der hohen Energieeffizienz, die den Betrieb über die nächsten Dekaden sichert. Wir haben uns die Technologien im Staplerbereich für die gesamte Braunion angeschaut und haben für die gesamte Braunion festgelegt, dass wir in Zukunft immer mehr auf Elektrogeräte umsteigen wollen und da bevorzugt auch Lithium-Ionen-Geräte. Das heißt, diese Entscheidung, Lithium-Ionen oder nicht Lithium-Ionen, ist nicht nur für dieses Lager hier in Ried im Traunkreis gefallen, sondern für die ganze Braunion. Dieses Lager ist zukunftssicher durch seine Flexibilität, die ihm beim Startschuss schon einberaumt wurde. Egal, ob es bei der Ladetechnik ist oder bei der Auswahl der Fahrzeuge und ihren zukünftigen Aufgaben. Das ist, denke ich mal, auch bei der Braunion eines der wichtigsten und zukunftsorientiertesten Projekte, das momentan in der Umsetzung ist. Wir haben uns in der Theorie, oder die Kollegen aus der Projektierung haben sich in der Theorie sehr viel überlegt. Und wir sind jetzt dafür zuständig, das in der Praxis umzusetzen. Und da gibt es vielleicht den einen oder anderen eine kleine Schraube, an der man noch drehen kann. Aber im Grunde ist das, was überlegt worden ist, alles sehr gut. Sehr gut vorbereitet, sehr gut umgesetzt. Genauso, wie man sich eben ein Lager vorstellt, das modern ist und state of the art ist.